Ja gut, jetzt habe ich definitiv genug Zäune für unser Projekt. Ist geil. Aber okay. Was soll's? Was soll's? Ich baue mal eben kurz noch die Zäune dahin. Und dann schauen wir mal. Ups. Ich bräuchte auch noch einen Screenshot für diese Folge jetzt. Ich glaube, ich mache einen Screenshot von den Kronleuchtern und von dem gesamten Thronsaal dann für die nächste Folge. So. Einstellung. Ja, komm. Das brauche ich mal ein bisschen, bis er reagiert, wenn ich Einstellung gerückt habe. So. Einstellungen. So, so, so und so. Habe ich den jetzt bis hier hingebaut? Nee, ne? Den habe ich nur abgebaut und das war's, genau. Zack. So, 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 so. Glaube, das wird richtig gut werden hier, unser Thronsaal. Ich bin da der festen Überzeugung, dass das schon ziemlich sick wird, was wir hier bauen. Ich bin der festen Überzeugung, das wird gut. Das wird richtig gut. So, aber jetzt legen wir uns erstmal schlafen. Und ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst es. Ihr wisst es alle. Braucht mir jetzt keiner sagen, er weiß es nicht. Ihr trinkt nämlich was. Genau das gleiche, was ich jetzt tue. So. Hat die Tür noch. So. So, die Zäune brauchen wir nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte jetzt nicht so viel gebaut. Jetzt brauche ich halt genauso viele. 64. Holzdruckplatten. Wobei, es gab doch noch eine Möglichkeit mit weißer Wolle. Ich glaube, Wolle konnte man da auch drauf machen, also Teppich, ne? Das wäre ziemlich cool. Moment. Das finden wir ja raus, Leute. Leute, das finden wir jetzt raus. Ich meine nämlich, das ging. Ich meine nämlich, das ging. Her mit eurer Wolle. Her damit. Du auch. Sonst kriegen wir uns hier noch in die Wolle. Her damit. Sehr cool. Du auch noch. Finde ich gut. So, ihr geht mal hier weg. Ich muss nämlich hier wieder raus. Und eure Wolle zu. Also für einen Tisch wird es schon mal reichen. Ich meine, ich mache jetzt erstmal sowieso weiter mit dem roten Teppich. Aber die kriegen, also die Wolle wächst ja relativ schnell wieder nach. So ist ja nicht. Also schauen wir mal. Ups. Ich meine, ich wollte jetzt ungern rote Wolle noch als Tischdecke machen. Das wäre nämlich ein bisschen uncool. Ah ne, Wolle brauche ich ja dreimal so viel, weil ich den Tisch ja ein bisschen breiter machen wollte. Ups, was ist denn das geworden jetzt hier? So, so sollte es eigentlich aussehen. Jo, das kann man machen. Das kann man machen und das machen wir auch so. Das sieht doch mal ziemlich sick aus, oder? Weil dann hast du hier keine Lücken drin, weil bei den Dingens hast du halt die Lücken da drin, wenn du die Druckplatten drauf machst. Und so halt nicht. Das ist cool. Das finde ich gut. Das ist feierbar, definitiv. Wir brauchen halt jetzt bloß 2,5 Stacks von den Spaß. Also ordentlich was an Wolle. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann können wir nämlich das Holz benutzen, um. Ja, schon ordentlich viel. Ne, 2,5 Stacks, wir brauchen, glaube ich, mehr Wolle. Wir brauchen aber vor allem auch ziemlich viele von den Dingern. Okay, wir haben noch ein paar, das ist gut. Mal gucken, wie viele wir gleich noch brauchen. Die setzen wir halt auch schon mal. Als Bank quasi zum Sitzen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich Einzeltische mache, Einzelstühle, oder ob ich eine große Sitzbank mache, oder ob ich quasi, ja, der soll ja bis hier außen gehen. Also bis hier soll der ganze Spaß gehen.
Ja, ups. Ich glaube, ich mache die ganzen Tische noch mal einen länger. Und dann passt das. Kriegen wir das eigentlich ganz gut hin, denke ich. Dann sitzt nämlich da noch einer. Und da. Und hier dürfte das nämlich auch passen, dass hier einer vor Kopf quasi sitzt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, das sieht doch geil aus, oder Leute? Wenn dann halt der Tisch, wie gesagt, noch ein bisschen breiter wird. Weil hier halt überall. Ich glaube, das hat was. Ich glaube, das kann man gut so umsetzen. Wie viele sind es denn, die wir brauchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 14 plus die 2, 16. 16. Okay, cool. Und wir müssen halt den Tisch nochmal einen breiter machen, aber das ist in Ordnung, das kriegen wir ja auch noch hin. So. Wobei, wir können es auch einfach. Ne, einen breiter müssten wir noch machen. Uno momentos. Weil dann haben wir den hier nämlich ein bisschen blöd gesetzt. Der müsste nämlich dann theoretisch direkt dran gesetzt werden. Und nicht ein abstehen. Genau. Genau, so machen wir das. 14, 15, 16 waren das, ne? Genau. So. Zack, 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 zack. Cool. 16 da. Hier sind es dann noch. Da 16. Hier sind es 16. 7, 8, 9 sind 25. 25 Stück brauche ich davon nochmal. Dann habe ich zumindest die ganzen Tische schon mal, die ganzen Stühle schon mal fertig. Und dann brauche ich noch drei Zäune. Also einmal Zäune bauen und noch 25 von den Treppen. Aber ich glaube, die 25 Treppen kriege ich nicht mehr hin. Ne. Zäune kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, weil ich kein Holz mehr habe. Boah, ein leidiges Thema. Aber wenigstens brauche ich schon mal kein Holz mehr für die ganzen Druckplatten als Tischplatten, sonst würde ich ja noch mehr brauchen. Das spare ich mir jetzt zum Glück. Machen wir hier die Tür zu, hier zieht's. Moment mal, irgendwas passt da doch nicht. Ach, die waren hier direkt. Okay, ich habe da eine falsche Reihenfolge eingeschlagen. Ich habe hier eine falsche Reihenfolge eingeschlagen. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist ein bisschen unklug. Dann passt das natürlich nicht. Dann müsste nämlich da direkt anfangen. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Cool. Ich meine, die Schilder jetzt an den Seiten, jetzt Armlehnen mache ich jetzt nicht dran. Das ist ein bisschen sehr viel Aufwand dann für so ein bisschen Deko. So, so. Sehr cool, sehr, sehr cool. Gefällt mir. So. Und dann fehlen mir noch 13. Dann wäre ich durch damit. Cool. Ich glaube, das sieht richtig gut später aus. Mit den Tischplatten dann noch drauf und allen drum und dran. Das sieht richtig sick aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Ich brauche jetzt allerdings noch drei Zäune und 13 von den. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Nützt nichts. Ganz einfach. Das nützt alle nichts. Egal wie sie es drehen und wenden, wir kommen nicht drum herum, dass wir Holz brauchen. Und Wolle. Wolle ohne Ende. Sonst kriegen wir uns noch in die Wolle. So.
Das mit dem Holz suchen ist immer natürlich so ein Thema. Da ist es natürlich immer so ein bisschen langweiliger auch. Aber gut. Wenn ich sowas vorher wissen würde, na, dann würde ich wahrscheinlich auch Themen vor, würde ich wahrscheinlich versuchen, Themen vorzubereiten. Naja, wahrscheinlich nicht. Also ich würde es versuchen, aber wahrscheinlich genauso wenig hinkriegen wie jetzt schon. Jetzt versuche ich es ja auch jedes Mal, aber irgendwie verpeile ich es dann doch und dann ist sowieso lost. So. Dann basteln wir nochmal hier eine Runde. Dann basteln wir mal hier so eine Runde. Den brauche ich einmal. Dann brauche ich hier noch 13 von, waren das, ne? Okay. Weniger als 16 geht nicht. Dann holen wir uns mal wieder Wolle, weil die wächst ja, wie gesagt, zum Glück sehr schnell nach. Ja, damit. So, gebt mir eure Wolle, ihr Schafe. So, ich baue jetzt erstmal eben kurz die Tische und Stühle zu Ende, bevor ich jetzt die Tischplatten drauf baue. Aber es gefällt mir richtig gut, was wir da machen. Das gefällt mir richtig gut. Also spontane Ideen sind sowieso mal die besten. Hier könnte ich eventuell nochmal einen roten Teppich hinsetzen, so in der Mitte, damit das ein bisschen leichter, ein bisschen besserer Übergang ist. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Klappt das so oder muss ich das irgendwie anders machen? Ist halt jetzt die Frage. Ich glaube, der kann, ich glaube, das kann tatsächlich nicht halten, ne? Wenn ich das jetzt so mache und sage, ne, das klappt nicht. Okay. Dann brauche ich tatsächlich noch eine ganze Menge mehr Tische, mehr Beine. Oder ich lasse es so und schieb die ganzen Stühle halt nochmal weiter ran. Ist halt die Frage, wie sieht das aus mit so kleinen Tischen? Nee, ne? Ist nicht so geil. Nee, ich probiere mal was. Ich meine, ich mache das jetzt erstmal soweit fertig. Und dann brauche ich halt noch ein paar mehr von den... Ein paar mehr von den Zäunen als Tischbeine quasi. Ups. Mann, was mach ich denn da? Ich bin zu blöd zum Bauen. Lass mich doch nicht Minecraft spielen. Ich hab doch keine Ahnung von sowas. So, so, so. Cool. Also an sich gefällt's mir gut. An sich gefällt's mir richtig gut. Genau, die Stühle haben wir ja auch noch quasi. Und dann brauchen wir halt echt noch eine ganze Menge Krims und Krams. So. Zack, zack, zack. Cool. Boah, es ist ziemlich voll geworden, der Thronsaal hier, ne? Wie gesagt, wir brauchen jetzt noch eine ganze Ecke mehr von den, von den Zäunen. So, wie viele sind das jetzt? Das sind jetzt, glaube ich, 8 geworden stattdessen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ups. Ich meine natürlich 13 statt 12. Ich bin... 8 war das mit den Tischen, mit den Stühlen, meine ich. 13. Okay, sind dann 26. Wir gehen jetzt mal schlafen. Und trinken, ne? Nicht vergessen, ist wichtig. Also 26 pro Tisch. Das heißt 52 für zwei Tische. Oh Gott, das ist eine Menge Holz, was wir brauchen. Jetzt kann ich natürlich wieder ein bisschen davon gebrauchen. So, machen wir erstmal das fertig.
Dann brauchen wir gleich trotzdem nochmal 26, war das, glaube ich, ne? Naja, gut, okay. Egal, es ist halt eine Menge Material, was drauf geht, aber es ist in Ordnung. Dafür sind wir ja auch hier irgendwie so ein Stück weit hier. Um so ein bisschen Material rauszuhauen. Damit das hier alles schön wird. Meine Thronsaal ist dann schön vollgepackt. Das ist immer so meine Befürchtung, wenn ich Räume baue. Also ich habe mal so Pläne, wie die Burg von außen aussehen soll und so weiter und so fort. Und da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, okay, du baust jetzt eine Burg, die von außen richtig geil aussieht, ne? Und dann von innen sind die Räume alle leer, weil du keine Ahnung hast, was du damit anstellen sollst. Und die Befürchtung habe ich halt jetzt hier überhaupt nicht, weil, ne, ich meine, der Thronsaal ist gut vollgepackt, würde ich behaupten. Würde ich mal so behaupten. So, zack. Zack, so, 24 brauche ich jetzt noch. Dann wäre ich fertig und dann brauche ich halt natürlich noch die ganze Wolle für den Boden und. Es ist nicht wenig, aber die Schafe werden uns bestimmt bedienen. Ich habe da vollstes Vertrauen. So, ihr da. Zack, zack, zack. So. Na, gut, okay. Alle nackig. So. So. Gut. 24 brauchte ich nochmal. Ich weiß nicht, kriege ich nochmal 24 hin? Nee, ne? Nee, ich habe auch kein normales Holz mehr. Okay. Eieieiei. Ich glaube, das wird ziemlich witzig mit dem Holz. Allein schon, weil wir jetzt wieder Bäume suchen, haben wir noch eine Ersatzaxt. Ach, wir haben noch mehrere Ersatzäxte. Alleine schon, weil das Problem kommt, dass die Bäume halt so langsam nachwachsen. Zu langsam, besser gesagt. Gucken, was der Baum hier gibt. Es sind nur noch 24, die wir brauchen. Ich meine, fürs Dach damals in der Wüste haben wir mehr gebraucht. Für das Dach von unserer Hütte da. Das Hüttendesign übrigens werde ich nochmal wieder übernehmen. In meiner Mittelalterstadt quasi. Weil ich finde das Design mit dem Haus ganz cool, dass das obere Stockwerk ein bisschen größer ist und dann per Pfähle unten abgestützt wird. Ich fand es ganz interessant. Und ganz hübsch. Passt, glaube ich, gut ins Stadtbild rein dann. So, zack. So. Muss ich eben hier so hochkraxeln. Dann ist aus dem Baum ja eigentlich eine ganze Menge rausgekommen. Da ist noch einer. Upsi. So. Na. Dahin. So. Okay, da haben wir ja dann doch ein bisschen was rausgeholt. Das ist meine Riesenfrage natürlich, wie sieht's aus mit Setzlingen, hier wo ich schon Holz gefällt habe. Kommt da was oder sieht das eher mau aus? Eher mau, ne? So Setzling-technisch geht da gar nichts. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber was soll's. Ah, hier ist auch nichts. Boah, das ist ja echt ein bisschen ätzend, dass hier keine Setzlinge runterkommen gerade. Damit haben wir ein bisschen Pech heute. So wie es aussieht. Schwierig. Egal. Wir machen jetzt erstmal. Ich glaube, Setzlinge habe ich sowieso nur genug hier in der Krimskramskiste. Ja, zwei Stacks. Also habe ich gerade auf den ersten Blick sofort gesehen, die zwei Stacks. Es ist in Ordnung. Wird schon werden. So. 24 waren das jetzt noch von den Zäunen.
ich das richtig in Erinnerung habe. Perfekt. Perfekt. So geht's. Dann machen wir mal eben kurz die Tische fertig. Wobei, machen wir eben davon gleich einen Screenshot. Weil ich sehe gerade, die Folge könnte eventuell schon rum sein. Und ich möchte nicht zu viel Inhalte auf dem Thumbnail spoilern dann. Also stellen wir uns jetzt hier oben hin. Oder ich mache nur so ein Foto von dem hier. Ich finde, das sieht geil aus. Also ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen... Ich freue mich da gerade riesig drüber. Und es tut mir gerade ein bisschen leid, dass es wieder Krach hier im Haus gibt. Also ist, naja, ärgerlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, aber die 20 Minuten ziehe ich jetzt definitiv noch durch hier beim Let's Play. Ah, naja, gut, okay. Also es heißt schon mal, Siberia werde ich später aufnehmen. Naja, aber die 20 Minuten müssen wir dann halt mal eben da durch.